Hallo ihr Lieben, da ist eure Kocheule. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich möchte mit euch heute wieder einen genialen Snack machen. Ich befolge heute so ein bisschen die Wünsche meines Ehegatten, meines Geliebten. Und zwar wollte er eigentlich schon ewig, dass ich mal einen Käsekrainer in Brotteig mache. So in Richtung Wurzelbrot. Er hat das mal wo gegessen. Und die Idee habe ich mir dann gedacht, okay, Roggenteig klingt super eigentlich. Wenn man sagt, man hat gleich Brot und Wurst in einem, ist vielleicht auch mal für unterwegs recht cool. Und haben wir gedacht, wir zeigen euch, wie ihr euch das selber machen könnt. Es ist relativ einfach. Wir machen uns zuerst eben den Brotteig, lassen den dann ein bisschen gehen, stecken die Wurst da rein, backen das Ganze und fertig. Und ihr bleibt jetzt dran, damit ihr dann genau wisst, wie ihr tun müsst. Die Zutaten findet ihr genau wieder unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir legen gleich los. Wir machen eben so einen Roggenweizen-Teig, aber hauptsächlich Roggen. Und vorher tue ich mir aber jetzt nur, wie bei manchen Teigen, wo ich das einfach wichtig finde, die Hefe aktivieren. Das heißt, wir geben uns die Buttermilch. Die ist in dem Fall übrigens kalt. Mit dem genauso kalten Wasser. Und der Hefe in den Mixtopf und dann uns das Ganze jetzt für 2 Minuten 37 Grad erwärmen und zwar auf Stufe 1. Was ich jetzt wichtig finde zu erwähnen, wenn ihr nicht wie ich mit einem Trockensauerteig arbeitet, sondern ihr habt einen Vollkorn-Roggensauerteig, Pulver quasi, dann könnt ihr statt dem Sauerteig einfach auch, also statt dem Trockenpulver und der Hefe, einfach 150 Gramm also Sauerteig verwenden und könnt im Prinzip diesen Schritt des Erwärmens und des Auflösens von der Hefe überspringen und verwendet eben, wie gesagt, einfach euren Sauerteig. Zu der aufgelösten Hefe geben wir jetzt die restlichen Zutaten. Anfangen wir einfach jetzt mit Weizenmehl. Dann kommt das Roggenmehl, Backmalz, eben das Sauerteigpulver, wenn ihr das verwendet, wichtig Salz, sonst schmeckt das Ganze noch nichts, und Zuckerrübensirup. Der ist zum einen, natürlich ist bei Hefe immer wichtig, dass ein bisschen Zucker dabei ist, aber in dem Fall gebe ich das auch dazu, so ein bisschen um, ja, das nur mal, dem Ganzen nur mal ein bisschen einen dunkleren Touch in der Farbe zu geben. Alternativ könnt ihr natürlich Honig oder eine Prise Zucker verwenden, ist genauso möglich. So, jetzt gehen wir einen Deckel drauf, wir gehen jetzt in den Teigmodus. Und da ist jetzt wichtig, dass ihr Roggenteig wirklich jetzt nicht mehr wie 2 bis 3 Minuten knetet, weil er wird sonst klebrig. Und das wollen wir auf keinen Fall. Das heißt, ich bin da wirklich eher lieber auf der kürzeren Seite und tue jetzt im Teigmodus einfach das Ganze für 2 Minuten kneten. Derweil der knetet, richte ich mal geölte Schüssel. Jetzt ist der Teig geknetet. Er ist wunderbar, also die Konsistenz von dem Teig ist einfach perfekt und da habe ich wirklich ein bisschen getüftelt, weil ich wollte keinen zu klebrigen, weil wenn man natürlich je mehr Roggenanteil, desto klebriger und auch desto mehr Hefe braucht man natürlich wieder zum Gehen lassen und habe da wirklich so ein bisschen für euch rumprobiert. Den gebe ich mir jetzt in diese vorbereitete geölte Schüssel, wo wir ihn dann einfach gehen lassen können. Dazu ich den dann einfach nur mal so ein bisschen zu einer Kugel formen. Wie ihr seht, der ist für einen Roggenteig wirklich nicht arg klebrig. Gell? Das ist vom Rausfutzeln aus dem Topf, aber der lässt sich wirklich schön zu einer Kugel formen. Genau, dazu dann da rein, ein bisschen glatt klopfen, Deckel drauf. Und den gehen wir jetzt für 30 bis 50 Minuten, dazu einfach wirklich mal reinschauen an einen warmen Ort. Und schaut, dass es sich wirklich schön, ja, eigentlich verdoppelt. Also es ist auf jeden Fall was da beim Teig. Und ich zeige euch dann, wie das ausschauen soll. Jetzt zeige ich euch, wie der Teig ausschauen soll. So
er ist mir jetzt, wie ich sehe, ich habe den Deckel schon mal aufgemacht gehabt, er fällt dann wieder zusammen. Aber ihr seht, es ist auf jeden Fall viel mehr Volumen als vorher. Wir holen uns den raus, ihr seht dann also richtig schön Luftblasen. Wiegt euch den Teig mit Hilfe vom Thermomix dann auch gleich einmal ab und unbedingt auf eine bemehlte Arbeitsfläche geben. So. Ich werde 160 Gramm Stücke machen und dann sage ich euch, was ich mit dem Rest mache. Jetzt habe ich 5 mal 160 Gramm und einmal nur ca. 120 Gramm. Das zeige ich dann eben, was ich mit dem Rest mache. Entweder verwendet ihr 6 Stück und teilt sich das auf die 6 ein bisschen aus, oder ihr macht es eben wie ich. Ich habe größere Käsekreiner und meistens sind eben die vom Metzger ein bisschen größer. Oder ihr nehmt eben einfach kleinere und macht 6 draus oder 7 und teilt sich das. Aber wie gesagt, 5 mal 160 Gramm. Da tue ich mir jetzt einfach so eine Kugel draus formen, dass der einfach mal einmal schön glatt ist. Nicht direkt rund schleifen, ist mit einem Rockenteig ein bisschen schwieriger. Tue mir da nochmal ein bisschen Mehl her. Mit dem Teigroller tat ich das jetzt einmal richtig schön lang, einfach eurer Wurst entsprechend, sage ich mal, ausrollen. Jetzt legen wir uns die Käsekreiner da rein und rollen den Teig, rollen sie quasi mit dem Teig ein, so muss man das jetzt eigentlich sagen. Tatsächlich die Enden schön verschließen. Mit der verschlossenen Seite legen wir uns das dann nach unten auf ein Backblech. Das schaut dann so aus. Das mache ich jetzt einfach mal mit all meinen Käsekreinern. So, jetzt habe ich meine Käsekreiner im Teig verschwinden lassen. So schauen die aus. Gleich noch mehr dazu. Mit diesem restlichen Teigstück könnt ihr jetzt da im Prinzip so verfahren, wie ihr wollt. Ihr könnt zwei kleinere Weckerl machen oder größere. Ich mache jetzt einfach eines, indem ich mir es so flach ausrolle. Einschlag zweimal und dann wieder ein bisschen zusammen. Es hat dann da so Spitzen auf der Seite. So. Und das einfach da noch mit aufs Backblech lege. So, jetzt darf ich das Ganze nochmal feucht ansprühen. Abdecken und nochmal für ca. 20 bis 30 Minuten an einen warmen Ort stellen und gehen lassen. So, die sind jetzt nochmal so ein bisschen aufgegangen und das ist eben schon nochmal wichtig, bevor wir es dann in den Ofen schieben. Was genauso wichtig ist, dass wir es jetzt einschneiden. Das heißt, ich schneide mir das jetzt einfach so schräg zweimal ein. Ihr dürft ruhig die Wurst ein bisschen mit einritzen. So richtig einen schönen Schnitt, damit eben ein bisschen die Luft entweichen kann. So muss man es sagen. Und auch mein Weckerl schneide ich mir zweimal so schräg ein. So. Da bin ich jetzt kleben geblieben, passt auf. Dann einfach nochmal einsprühen. Nochmal mit ein bisschen Roggenmehl oder Mehl halt einfach leicht bestäuben. Jetzt den Backofen auf 220 Grad vorheizen. Dabei, bis der warm ist, lassen wir es nur einfach im
Raum stehen. Wenn der Ofen dann vorgeheizt ist, kommen die ganz für 25 bis 30 Minuten in den Ofen. Das ist ein bisschen beobachten. Es soll nicht zu dunkel werden. Horcht ein bisschen so auf euer Gefühl. Ihr kennt euren Ofen und sonst einfach ein bisschen vorher rausnehmen. Ich zeige euch dann, wie sie aussehen. Ich freue mich aufs Probieren. Also, los geht's. Unsere Käsekreiner im Brotteigmantel ist jetzt fertig und sie schaut einfach, es schaut so gut aus. Es schaut wirklich, wirklich so, so lecker aus. Und wir haben das, wie gesagt, ich habe das vorher noch nicht probiert. Ich habe da ein bisschen am Teig natürlich getüftelt, dass der Teig passt. Aber so die Kombi habe ich jetzt einfach für euch mal ausprobieren müssen, mit euch natürlich. Und jetzt schneide ich es auch mit euch an und die können einfach nur mega lecker sein. Jetzt schaue ich rein. Wir schauen jetzt gemeinsam rein. So, jetzt brauche ich ein Brett. So, jetzt wird es spannend. Einmal in der Mitte. Tada! Oh. Also es duftet. Boah. Und jetzt nur mit diesem Brotteig da. Also ich sag's euch. Das müsst ihr unbedingt ausprobieren. Und vor allem finde ich das so cool, wenn ihr das jetzt selber macht, weil man weiß einfach, wenn es eine gute Wurst auch noch einfach, man weiß, was drinnen ist. Also es ist super zum Vorbereiten. Ihr könnt euch die einfrieren, könnt es dann bei Bedarf aufbacken, wenn ihr dann zum Beispiel Gäste habt. Und das, also echt cool. Und es schaut auch zum Beispiel nett aus, wenn man das dann in so Scheiben schneidet. Also ah, einfach cool. Bin jetzt echt richtig froh und freue mich total und hoffe, ihr probiert es auch aus. Und ja, sagt mir einfach auch, was ihr so von der Idee haltet. Habt ihr das vielleicht auch schon kennt oder hat es von euch gar nicht kennt? Habt ihr sowas Ähnliches schon probiert? Das ist jetzt nicht so, dass das jetzt ganz was Neues ist, aber ich glaube doch, dass das viele von euch noch nicht so ausprobiert haben. Drum, gerne unten in die Kommentare. Gebt mir eure Rückmeldung, euer Feedback, wir freuen uns drüber. Lasst es euch schmecken und ich werde jetzt meinem Mann eine Freude bereiten mit seiner Käsekreiner im Brotteig. Ich wünsche euch einen schönen Abend, viel Freude und alles, alles Liebe, bis bald. Ciao, ciao.